Liebe Leute, seid gegrüßt und recht herzlich willkommen um kurz nach 8 in der Früh zu einem weiteren Extremmarsch bei schönstem Dreckswetter. Wie viele Kilometer es werden sollen, werde ich erst verraten, wenn der Marsch beendet ist, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten. Ja, damit freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Weiter geht's.9.05 Uhr, Kilometer 12, herzlich willkommen in Godorf. Ja Leute, das Wetter wird einfach nicht besser. Der Wetterbericht verschiebt sich immer weiter nach hinten, bevor besseres Wetter kommt. Gestern Abend war es noch 9 Uhr, da sollte es nur bei 5% Regen sein. Jetzt ist es schon bei 11 Uhr. Momentan haben wir 70% und es fisselt. Schirm konnte ich wieder zumachen, aber doll ist es nicht. Und das nagt richtig an meiner Laune und meiner Stimmung. Ich konnte es auch schon eben, da waren Passanten unterwegs mit ihrem Hund. Und da konnte ich so im Vorbeigehen hören, dass die sich auch einfach nur noch darüber aufregen. Das ist jetzt seit 3 Wochen oder so. Leute, es ist doch irgendwann mal gut. Ja, und darüber kam ich dann ins Grübeln, wie man denn das Wetter positiv beeinflussen könnte. Und da kam ich dann auf die radikale Idee, ob es nicht vielleicht möglich sein könnte, mit Hilfe von Wasserstoffbomben, die man in der Atmosphäre zündet, vielleicht diese ganze Rotze einfach wegzublasen und man hat Sonnenschein. Ja, habe ich mal gegoogelt. Wasserstoffbombe, die verschmelzen leichte Wasserstoffisotope, ne, Deuterium, Tritium, die haben halt ein Neutron mehr oder 2 Stück mehr im Kern, sind deswegen schwer und ja, die werden verschmolzen zu Helium und dabei werden eben enorme Energiemengen frei. Ja, da ist nämlich 1 plus 1 nicht 2, sondern 1,8 und die 0,2 gehen als Wärme verloren. Das ist, glaube ich, der Massendefekt, von dem man da sprechen würde. Genau, auf jeden Fall das Problem bei Wasserstoffbomben ist, dass die auch einen Kernspalt, das ist eine Kombinationsbombe aus eben Fusionsteil und Spaltungsteil. Das heißt, da ist auch eine kleine Atombombe drin mit verbaut, die eben diese Kernfusion erst in Gang bringt. Ich vermute, da wird die nötige Hitze bereitgestellt und der Druck, um dann eben dieses Fusionsfeuer zu zünden. Also von der technischen Seite her richtig interessant, was die Physik da geleistet hat. Die Zerstörungskraft einfach unvorstellbar. Aber ich frage mich halt, ob es nicht möglich sein könnte, das für gute Zwecke zu nutzen, eben für gutes Wetter. Ist halt die Frage, wie groß dieser radioaktive Fallout wäre. Es ist ja nur eine kleine Atombombe, die da gezündet wird. Bei der Kernfusion, das ist, glaube ich, vernachlässigbar, die Radioaktivität. Das sind so die Ideen, die ich hier habe bei so einem Scheißwetter. Meine Fresse, es reicht einfach. Wetter, weißt du Bescheid, weiter geht's. Leute, da bekommt die Laune doch direkt einen ungeahnten Aufschwung. Ein Auswuchtblei habe ich gefunden. Uhr 9.36, Kilometer 16, herzlich willkommen in Wesseling. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns mal umzuentscheiden. Links ab würde es jetzt diese Kurve runtergehen ans Rheinufer und geradeaus weiter würden wir jetzt eben hier an der Landstraße weitergehen, um dann eben irgendwann in Bonn schon mal anzukommen. Und ich entscheide mich heute mal, an dieser grässlichen Landstraße entlang zu gehen. Da ist hier leider eine rote Ampel mit wartendem Auto. Das gehen wir mal dran vorbei hier. So, ganz genau. Ja, richtig. Erstes Ziel ist erstmal Bonn. Wo es dann weiter hingeht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Aber ich möchte halt noch nicht sagen, wie viel ich da geplant habe und so weiter. Weil ich eben auch das hier immer noch abhängig vom Wetter mache. Der Regen hat glücklicherweise, kurz nachdem ich von der Wasserstoffbombe gesprochen hatte, aufgehört. Also das Wetter scheint wirklich mitgehört zu haben und hat sich gefürchtet vor meinen Plänen. So, und ja, wenn es so bleibt wie jetzt, dann ziehen wir das hier auch durch. Uhr, Kilometer 22, herzlich willkommen in Widdig. Ja, hier sehe ich jetzt, leider ist hier der Fußweg zu Ende.
Deswegen werden wir jetzt doch hier Richtung Rheinufer gehen. Ja, jetzt bin ich hier gerade an der Tankstelle vorbeigekommen, ED-Tankstelle. Und da sehe ich, der Liter Super 1,74 Euro. Und ich erinnere mich, als ich damals sagte, wenn der, wie war das mit diesem 9-Euro-Ticket oder dieser Tankrabatt, ne, der war ja begrenzt auf 3 Monate. Und da hatte ich ja damals gesagt, Leute, wenn der vorbei ist, dann geht von heute auf morgen die Preise wieder über 2 Euro durch die Decke durch. Anders war es aber mit der Einführung. Da hat es ja etwa 2 Wochen gedauert, bis die Preise merklich gesunken sind. Und da muss ich sagen, habe ich mich wirklich getäuscht. Die Preise sind immer noch seit langer Zeit unter 2 Euro. Die schwanken natürlich auch extrem. Wir hatten mal 1,65 gehabt, dann noch mal 1,98 oder sowas. Aber über 2 Euro sind die meinem Empfinden nach seit Beendigung des Tankrabattes nicht mehr gestiegen. Finde ich sehr gut. Ja, wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Weiter geht's. Uhr 22, Kilometer 28, herzlich willkommen in Bonn. Also Leute, ich muss sagen, dadurch, dass ich heute mal über die Landstraße hingekommen bin und nicht wie sonst übers Rheinufer, hat das Ganze eine völlig andere Perspektive hier für mich bekommen, auch wenn es die gleiche Region ist, ne, fühlt sich völlig neu an und das ging auch gefühlt sehr viel schneller, weil es eigentlich eine unbekannte Strecke für mich ist. Da denke ich, ach, bist ja schon in Bonn, das ist ja geil, ging ja ruckzuck. Ja, die Laune auch etwas besser geworden, aber nicht wirklich auf Jubelniveau. Es ist ziemlich grau und trist. Es regnet glücklicherweise zwar nicht mehr, aber ich muss wirklich sagen, ich muss mich hier durchbeißen. Ich muss mich durchkämpfen und immer wieder versuchen, irgendwo Motivation herzukriegen. Und jetzt werden wir uns erstmal hier über die Museumsmeile quälen, um dann am Ende beim inneren Schweinehund das erste Mal Pause zu machen. Uhr 15, 32,9 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen am inneren Schweinehund. Auch diesen gilt es heute wieder richtig in den Arsch zu treten. Denn, wie gesagt, das Wetter, da muss man wirklich schon nach Motivation suchen, positive Gedanken finden, in so einen Flow reinkommen. Ich habe aber auch gemerkt, dadurch, dass ich jetzt hier wieder in Bonn drin bin, hat mir das schon mal wieder einen ganz schönen Kraftschub gegeben. Und auch, dass ab jetzt wieder ein Teilstück kommt, was ich schon sehr lange nicht mehr zu Fuß zurückgelegt habe, gibt das auch Kraft und neue positive Energie. Ja, positive Energie wird hoffentlich auch ein Butterbrot hier geben. Das pure besteht irgendwie nur aus Körnern. Ich weiß ja gar nicht, wie das zusammenhält. Kleine Zwischenstärkung. Mmh, ja, mega. Schön Schmierwurstrupp, also Teewurst. Ich habe gemerkt, den Ausdruck Schmierwurst, den kennt gar nicht jeder. In Köln sagt man Schmierwurst, nutzt man auch gerne mal so als scherzhafte Beschimpfung für jemanden. So, eh du Schmierwurst, was ist denn mit dir? Das sagt man auch schon mal. Schwimmbutz, auch ein schöner Begriff. Ey, Schwimmbutz, band's up. Das sagt der Kölsche schon mal. So, dann hier das hier, eine Banane, dann haben wir noch einen Apfel. Das halten wir für später. Dazu gönnen wir uns jetzt noch ein Corny und eben das Butterbrot. Dose Cola, 3 Stück dabei, sparen wir uns auch noch auf. Ja, damit würde ich sagen, kurze Pause und dann geht es auch kraftvoll weiter. Uhr 9, Kilometer 39, herzlich willkommen zurück. Die Pause ist vorbei, hat keine 5 Minuten gedauert. Bonn liegt auch schon bald wieder hinter uns. Wo sind wir jetzt? In Pennenfeld, kurz hinter Rüngsdorf. Ja, und jetzt werden wir auch bald mal so den Weg Richtung Rheinufer einschlagen. Oder vielleicht bleiben wir einfach mal hier, mal gucken. Vielleicht kommen wir auch erst bei Rolandswerth an den Rhein runter. Ja, das wird auf jeden Fall dann nochmal so die Stimmung so ein bisschen heben. Ja, da freue ich mich dann doch auch drauf, ein bisschen Wasser zu sehen. Vielleicht, oh, da vorne wird es ein bisschen heller von der Wolkendecke her. Also ich muss wirklich sagen, dass dieses Graue zieht mich heute so richtig runter. Ne? Da habe ich in der Regel ja keine Probleme mit. Aber heute ist es wirklich anstrengend und macht bisher nur
mäßig Spaß. Also stellenweise fast überhaupt nicht. Ich ziehe es ja halt durch, weil ich es mir vorgenommen habe. Also bleiben wir da auch dran. Ich denke dann immer an einen sehr lehrreichen Spruch eines weisen Jedi-Meisters. Nein, nein, sagt er, es gibt kein Versuchen. Tu es oder lass es. Uhr, der Marathon ist absolviert und das Siebengebirge liegt glücklicherweise hinter mir. Und jetzt können wir auch ganz entspannt runter ans Rheinufer gehen. Einen schönen Gruß an das nette Pärchen, die kurz vor Rolandswert mir so nett zugewunken und gerufen haben. Blauer PKW, mehr konnte ich auf die Schnelle nicht erkennen. Grüße gehen raus. Uhr, 47 Kilometer zurückgelegt und damit liegt jetzt etwa die Hälfte bis nach Koblenz die Strecke schon hinter uns. Herzlich willkommen in Oberwinter. Yachthafen zur Linken, trübes Wetter zur Oberen, Asphalt zu meinen Unteren. Ja, Leute, viel passiert hier nicht, aber meine Laune ist wieder richtig gut jetzt, wo ich eben hier ans Rheinufer runtergekommen bin. Das macht einfach irgendwas, ne? Das ist... Oh, dieses Wasser ist da, das fließt, da sind Schiffe drauf, da kannst du was gucken, du kannst da stromaufwärts blicken. Koblenz kannst du schon so erahnen. Ich habe dann immer so den Blick da drauf. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Sendemast sehen kann, der hinter Koblenz steht. Also wenn man den dann sieht, dann weiß man, das ist schon zu weit, ein Stück davor, dann bist du da. Aber Koblenz ist tatsächlich nicht unser finales Ziel. Wie gesagt, ich werde mich da noch so lange bedeckt halten, bis der Marsch beendet ist und dann sagen, ob ich mein Ziel erreicht habe oder nicht. Ja, geht auf jeden Fall voran und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Die erste richtig harte Prüfung steht jetzt bevor, die Todeskurve von Remagen. Wenn wir die aber geschafft haben, dann wissen wir, wir können alles schaffen. Uhr, 53, die Todeskurve liegt hinter uns. Jetzt können wir alles schaffen. Und um diesen Hype noch etwas zu pushen, gibt es ein Energiegel und dann Trance auf die Ohren. Uhr, 59, Sinzig liegt hinter uns. Der nächste Ort ist dann auch schon Bad Breisig. Ja, und da vorne kommt schon dieses trügerische Ortsschild. Das sind noch etwa 200 Meter. Das ist dieses grüne Schild mit gelber Schrift. Bad Breisig. Und da denkst du, oh, sind wir gleich da. Aber dann sind es nochmal 3 Kilometer oder so. Da falle ich jedes Mal drauf rein. Heute aber nicht, denn ich habe die Kraft der Todeskurve von Remagen getankt. Ja, trotzdem machen sich so erste Blessuren bemerkbar. Ich kriege an der linken Ferse unten drunter eine ziemlich fiese Blase. Wenn ich jetzt so in Bewegung bin, ist das kein Problem. Aber sobald ich mal kurz stehen bleibe, um was aus dem Rucksack zu holen oder sowas oder irgendwas zu kramen oder und dann wieder in Gang komme, dann ist das schon richtig schwierig. Also das ist eigentlich viel zu früh für sowas, aber noch kein Grund, über einen Abbruch nachzudenken. Also Koblenz werden wir definitiv erreichen. Das sind nach Google Maps, wären es jetzt noch 37 Kilometer. Ich gehe mal so von 40 aus, weil wir wahrscheinlich hier die Rheinschleifen noch mitnehmen und so. Ich möchte aber, lass mal überlegen, durch Kesselheim ist das, meine ich, dieses kleine Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet, da will ich durchlaufen. Denn da habe ich letztes Mal auch gemerkt, das hat mir noch mal so richtig Kraft gegeben. Wenn du dann vom Rhein wegkommst und da so ein bisschen Leben wieder hast. Aber heute ist Sonntag. Ah, Leute, düster, düster. Ja, gut, trecke mal trotzdem so durch. Und ich denke bei Kilometer 60 oder, ja, hinter Bad Breisig machen wir mal das nächste Päuschen. Wow, liebe Leute, herzlich willkommen kurz hinter Bad Breisig um 17.10 Uhr nach
63,5 Kilometern mit 6,7 km/h im Durchschnitt. Gar nicht so schlecht. Trotzdem, die Geschwindigkeit wird langsamer und das nicht zuletzt wegen der immer penetranter werdenden Blase unter der linken Ferse. Leute, ich muss mich jetzt einmal so einmal kurz hier hinlegen, mal die Beine ausstrecken. Nein, hoch machen die Beine. Oh, tut das gut. So, was ein Gefühl. Ja, jetzt kommen wir so langsam in diese Bereich rein, wo es anfängt weh zu tun und auch Spaß macht, sich zu quälen. Das ist ja das, warum wir das hier machen. Freude am Quälen, sich runterputzen und Spaß dabei haben. Leute, darf ich keinem erzählen. Aber da sind wir mittlerweile geübt drin, auch wenn solche Extremmärsche in letzter Zeit leider sehr, sehr selten geworden sind, arbeitstechnisch bedingt. Aber diesen Sommer wird da doch der ein oder andere Extremmarsch wieder dabei sein. Wow, Leute, und meine Schuhe, der Hoka Bondi 7, der ist sowas von fertig. Nach diesem Marsch werde ich da mal Aufnahmen von zeigen, wie der aussieht. Und nach diesem Marsch hat er dann auch ewige Ruhe verdient, dass mal ein neuer Schuh wieder rankommt hier. So, jetzt gönnen wir uns gleich hier noch einen Corny. Die sind so geil, die Dinger, Leute, die schmecken wie Milchschnitte, aber mit einem vernünftigen Biss. Da sind so Körner drin, das knistert und so weiter. Wunderbar. Ja, vorher aber trotzdem erstmal hier noch so Botteram. Das zweite für den heutigen Tag. Das schmeckt auch so geil. Und jetzt, boah, ich spüre jetzt schon, wie mir das Wasser im Mund zusammenläuft, Leute. Ist das nicht toll? Boah. So richtig, jetzt zieht sich alles zusammen. Das kribbelt richtig. Mega. Uhr, Kilometer 66. Herzlich willkommen in Brohl und einen ganz lieben Gruß an den netten jungen Herrn, der eben hupend und winkend an mir vorbeigefahren ist. Ebenso an die beiden Motorradfahrer, die in Bad Breisig auf die Fähre aufgefahren sind. Ich vermute, alle Zuschauer, Grüße gehen raus. Uhr, Kilometer 69. Ich trotte hier gerade so vor mich hin, schlecht gelaunt und schmerzende Füße. Und da blicke ich vorne auf Andernach und das hat mir wieder so einen richtigen Schwung an Energie gegeben. Einfach geil. Punkt 19 Uhr, 74,2 Kilometer gelaufen. Die Füße schmerzen, die Beine tun weh. Herzlich willkommen in Andernach. Koblenz rückt in greifbare Nähe. Und das verleiht mir gerade hier Kraft, durchzuhalten, mich durchzubeißen. Und vor allen Dingen werden wir in Koblenz von einem sehr, sehr lieben Besuch empfangen werden. Uhr, 78,9 Kilometer gelaufen. Es wird wirklich schmerzhaft und zäh. Und ich habe mir jetzt das nächste Ziel gesetzt. Kapelle am Guten Mann. Direkt mit Blick auf das ehemalige Kernkraftwerk. Das sind jetzt noch 2,5 Kilometer oder so. Wird sich aber auch noch ein ganz schönes Stück ziehen jetzt. Boah, Leute, jeder Schritt lässt meine Fersen schmerzen. An der rechten Ferse geht es jetzt auch los. Ja, das ist genau das, was ich sagte. Du kannst die Schuhe so gut eingelaufen haben, wie du willst. Beim nächsten Marsch kannst du die Füße wieder kaputt laufen. Ich hatte noch neulich einen 40 Kilometer Marsch privat ohne Kamera gemacht. Genau in dem Schuh. Alles top. Nicht eine Blase, nicht mal eine leichte Rötung an den Füßen. Alles mega. Und heute sowas. Heute steckt man einfach nicht drin. Ist immer Glückssache bei solch langen Distanzen. Vielleicht könnte man da mit ein paar Wechselschuhen entgegenwirken. Aber da hatte ich auch keine Lust zu. Ne? Das soll einfach funktionieren. Ja, muss jeder selber wissen. Ja, jetzt sehen wir hier auch rein. Ganz schön Hochwasser. Die ganze Zeit schon. Auch in Köln. Ist ja klar, das könnt ihr nicht erst so. Obwohl, bei dem Jahrhundert-Hochwasser mit dem A
wo die Mosel da immer weiter anstieg, das ging auch innerhalb von Stunden. Wahnsinn. Aber das wird bestimmt nicht nochmal so ein Hochwasser sein. Oh, da kommt schon die Reaktorkuppel zum Vorschein. Da hinten hammert. Leute, mega, wird auch langsam dunkel. Wird zick, dass mal ankommen. Liebe Leute, herzlich willkommen an der Kapelle zum guten Mann. 20.07 Uhr und 81,2 Kilometer gelaufen. Immer noch 6,7 km/h im Durchschnitt. Boah, jetzt wird es langsam wieder richtig anstrengend und zäh. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir, wie viele Kilometer noch bis Koblenz sind jetzt. Es wird auf jeden Fall frisch. Ich habe aber nur noch ein T-Shirt dabei. Und, das kann ich auch mal kurz zeigen, die Anita hat mir ein T-Shirt geschenkt. Die hat sich da richtig Mühe gemacht. Sepp, ne, mein Spitzname, kannst du jedem Anfangsbuchstaben. Boah, es steht so im Kopf. Schusselig, intelligent, powerful, plemplem. Ja, das sind alles so Attribute, die mehr oder weniger auf mich zutreffen. Liebe Anita, vielen Dank dafür nochmal. Grüße gehen raus. Oh, Ding wieder zu gemacht. So, jetzt seht ihr hier noch eine Kleinigkeit zu essen. Was haben wir noch dabei? Also auf jeden Fall eine Dose Cola. Oh, den letzten Corny-Riegel. 4 Stück habe ich dabei gehabt. Dann noch eine Dose Cola haben wir schon. Banane eventuell werden wir uns noch gönnen. Sonst tun wir jetzt ist die First wieder hoch. Oh, Leute, tut das gut. Oh, mein Rücken, meine Beine, so richtig schön zerschossen, wie ich es feiere. Da wollte ich hin. Aber ich gebe jetzt schon mal so eine Prognose ab. Mein Ziel werde ich um Längen verfehlen. Na, ich hatte auch so ganz andere Vorstellungen von dieser Tour gehabt. Ich hatte gehofft, dass es so werden würde wie auf der Mammutmarsch Around the World Challenge. Aber man kann Dinge einfach nicht so wiederholen. Ne? Et kütt wie et kütt. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach krampfhaft versucht, diesen selben Flow und Spirit wie damals hier herzustellen, auch mittels Musik und so weiter. Aber es klappt nicht. Ne? Ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ne, ich meine, wenn wir in Koblenz sind, über 90 Kilometer ist auch nicht schlecht. Aber man kann halt nicht an solchen Erinnerungen so krampfhaft festhalten, beziehungsweise erwarten, dass man wieder das so hinbekommt wie damals. Von den Erinnerungen zehren ist ein Thema, aber sowas wiederholen, das funktioniert nicht. Es kommt was Neues. Das wird genauso toll, aber auf einer anderen Ebene dann. Das ist heute wieder der Marsch der Erkenntnis hier, Wahnsinn. Oh, das Jod. Ja, Lückscher, der liebe Mensch, von dem ich sprach, der uns in Koblenz empfangen wird, ist der Dominik. Mit dem habe ich doch besprochen, dass er mir in Koblenz am Deutschen Eck einen Verpflegungsposten errichtet. Aber Stand jetzt wird das nicht nur ein Verpflegungsposten werden, sondern auch ein Rückfahrposten zu Hause nach Köln. Noch ist nicht ganz klar, ob ich da abbrechen werde, aber die Versuchung ist doch schon groß, ne? Könnt ihr euch vorstellen. So, jetzt erstens noch einen schönen Butterrahm mit Schmierwurst. Ah, Leute, geil. So, ihr Lieben, damit sind wir auch schon wieder unterwegs. Lange Pause konnte ich nicht machen, denn die Temperatur ist derart in den Keller gerutscht. Also das war wieder eine grandiose Fehlplanung meinerseits. Sweatshirtjacke, 2 T-Shirts, mehr nicht dabei. Keine Handschuhe, es tut schon richtig weh. Dafür aber ein Rücklicht für euch. Kann man das sehen, dass ich hier den Hintergrund ausleuchte? Ich kann es gar nicht erkennen. Auf jeden Fall hängt da hinten dieser Scheinwerfer. Ach, ist ja real jetzt. Boah, Leute, ist das kalt. Und ich kann nur in diesem Trippelschritt laufen, im Ballengang. Also ich habe mir die Hacken sowas von kaputt gelaufen und ich habe richtig Angst, gleich die Socken auszuziehen. Also in der Form hatte ich halt echt ewig nicht mehr gehabt. Mann, und dann in Verbindung mit dieser Kälte jetzt. Ich habe gerade schon mit dem Dominik telefoniert. Er sagt, nee, also das ist dann schon gut, dass wir dann da wahrscheinlich doch abbrechen werden. Das ist natürlich letzten Endes immer noch meine Entscheidung, aber er macht sich dann doch schon Sorgen, weil in der Nacht soll es auch
deutlich unter 0 Grad wieder werden. Leute, das hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte irgendwas von 2, 3 Grad gelesen. Denke ich, gut, passt schon. Aber wenn dann noch anfängt zu frieren, dann sind wir raus. Aber erstmal haben wir jetzt noch etwa 14 Kilometer bis nach Koblenz und dann sehen wir weiter. Kurz vor 21 Uhr, Kilometer 85, herzlich willkommen, 50 Meter vor der Urmitzer Isenbahnbrück. Ja, schade, dass wir hier nicht mehr sehen können jetzt. Das wäre für mich auch so ein Highlight gewesen, wo ich so dran zurückgedacht hatte beim Mammut Marsch Around the World Challenge, als es dann hier langsam dunkel wurde, aber immer noch die Brücke zu erkennen war. Ich glaube, es war sogar abendrot gewesen. Leute, eine richtig magische Stimmung. Ja, bleibt uns heute leider verwehrt, aber wir werden wiederkommen. Ja, auf jeden Fall schöne Grüße auch an den Frank vom Kanal Franks Vlog. Der hat hier neulich eine Drohne gestartet und zwar genau an dem Tag, als ich von Koblenz zurück nach Remagen gelaufen bin. Und daher weiß ich jetzt auch, dank dem Frank, dass dieses unsägliche Drohnengesetz wohl in deutsches Recht angepasst wurde. Das war wohl ursprünglich immer nur EU-Recht gewesen, wurde jetzt angepasst. Und jetzt darf man sogar über den Rhein fliegen. Einfach so. Ohne, dass sich irgendetwas an den äußeren Umständen geändert hat. Dass zum Beispiel neuerdings kaum noch Schiffe fahren oder so. Darf man auf einmal einfach so, nur weil irgendwer es beschlossen hat, über den Rhein drüber fliegen. Finde ich super, aber eigentlich auch ein bisschen krank. Oh, Alter, ein Radau. Junge, in die Ohren fliegen. So. Auf jeden Fall sind natürlich da ein paar Dinge zu beachten. Man darf zum Beispiel keine Pioretten über dem Rhein fliegen. Man muss halt immer die kürzeste Verbindung über den Rhein drüber nehmen und dann auch den kürzesten Weg wieder zurücknehmen. Ich glaube, man muss auch eine Mindesthöhe da einhalten, das weiß ich nicht mehr so genau. Und es gilt die 1:1-Regelung. Das heißt, wenn ich 10 Meter vom Ufer weg bin, darf ich 10 Meter hoch fliegen. Bin ich 20 Meter vom Ufer weg, darf ich 20 Meter hoch fliegen und so weiter. Das gibt deutliche Lockerungen in diesem Wahnsinnsverbotsterror da, finde ich richtig gut. Frank, vielen Dank für diese Aufarbeitung dieses Themas nochmal. Und ja, deswegen will ich auch niemanden, aber auch niemanden jammern und meckern hören, wenn es mal wieder bei mir einen Drohnenflug über den Rhein geben sollte, weil das darfst du gar nicht. Da will ich nichts von hören. Wisst ihr Bescheid? Also weiter geht's. Oh, 21.59 Uhr, herzlich willkommen in Koblenz. Mehr hat es geschafft. So, wir sind jetzt hier auch in Kesselheim, so wie ich auch gehen wollte. Ich habe jetzt hier Navigation auf Google Maps. Ich wollte schon umgestellt sagen. Bisher bin ich aber einfach nach so gegangen, wie ich halt meine. Kann man sich ja nicht allzu groß verlaufen. Auf Komoot habe ich den Dings bisher hier aufgezeichnet. Daher nehme ich meine Kilometerinformation, die jetzt bei 90,2 steht. Leute, geil. Und jetzt haben wir noch 5 Kilometer bis zum deutschen Eck. Der Dominik kommt mir entgegen zu Fuß. Er hätte mich eben gefragt, welche Straße ich lang gehe. Aber Leute, da kann ich schon gar keine Antwort mehr drauf geben. Boah, nee. Also ich gehe jetzt so, wie Google Maps sagt. Der Dominik hat meinen Standpunkt über WhatsApp. Und wenn er von da aus dann navigiert zum deutschen Eck, dann müsste er wissen, wie er zu gehen hätte. Gut, bleibt spannend, obwohl ich bin auch echt richtig froh, wenn ich da bin. Also meine Füße bringen mich um, dass es jeder Schritt in den Fersen schmerzt. Und dieser Ballengang, der ist auf Dauer auch richtig schädlich, weil dann irgendwie andere Muskeln und so, das pflanzt sich dann fort. Bis in die Hüfte spüre ich das schon. Echt eine Dolle. Aber muss sagen, trotzdem gut durchgebissen bisher. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am deutschen Eck wieder. Oder vielleicht, wenn der Lewe Jung mich eingeholt hat. Oder sonst irgendwann. Bis später. So, liebe Leute, guck mal, wer hier ist. Der liebe Dominik. Hallo. Der hat mich quasi von hinten erschrocken. Ich hatte die ganze Zeit die Knöpfe noch im Ohr gehabt. Musik war am Brettern.
Und ich denke, da war doch was. Und jetzt haben die ja noch Anti-Noise-Canceling drin. Und ich denke, war da eine Stimme oder so? Und dann fing ich an, schon so Filme zu fahren, ob ich jetzt ein Kantholz von hinten über die Rübe kriege. Aber nein, es war nur der Dominik. Ja. Sehr schön, dass du da bist. Ja. Sehr gerne. Jetzt haben wir noch 3,1 Kilometer bis zum Deutschen Eck. Und 92,5 liegen hinter uns. Leute, was eine Nummer. Bin ich fertig? Das ist doch nicht normal nach so einem Spaziergängelchen hier. Also ich weiß nicht, wie ich in Köln von Ultra mal schaffen soll. Ne? Ah, da wird was werden. Gut, lieben Dominik, jetzt gehen wir erstmal zum Deutschen Eck. Genau. Und dann müssen wir ein Stückchen zurückgehen. Vielleicht schaffst du die 100 Kilometer heute noch. Ja, ich hatte auch schon damit geliebäugelt, dass wir vielleicht zusammen dann noch die 5 Kilometer zusammengehen. Aber dann ist irgendwann die Luft raus. Ja, mal gucken. Ne? Also vielleicht, also wenn das Auto steht ein bisschen weiter hinten bis zum Deutschen Eck. Ja, vielleicht kriegen wir so ein bisschen noch zusammen. Ein bisschen kleben wir so einen kleinen Bogen noch ein. Ja, rum. Ja, aber jetzt erstmal zum Deutschen Eck und dann genau. Zum Auto. Ich glaube, wenn ich da sitze, da steige ich auch nicht mehr aus. Ne? Also, Endspruch zum Deutschen Eck. Ah, herzlich willkommen auf der Balduinbrück. Läuft. Liebe Leute, herzlich willkommen um 23.02 Uhr nach 95,6 Kilometern am dunklen deutschen Eck, am unbeleuchteten dunklen deutschen Eck in Koblenz. Boah, was für ein Film. Ah, der Kopf dröhnt, das ist so schön, der Kopf ist leer. Dass der Dominik da ist, das ist super. Wir sind jetzt gerade schon 200 oder 300 Meter am Auto vorbeigelaufen. Aber die 100 Kilometer kriegen wir nicht voll. Und die Idee, dass wir zusammen das doch noch voll machen, irgendwie jetzt 5 Kilometer noch uns hier rumschleichen. Nee, Leute, mit uns so die Füße weh, die Blasen an den Fersen, das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich blende da noch gleich mal Fotos ein von den Schuhen, wie die aussehen. Aber da müssen wir dringend mal wieder zum Buhn, hat was Neues besorgen. Ja, lieben Dominik, wie sieht bei dir aus? Oh, super. Ja, du kannst auch sprechen. Ich nehme dann den Ton von der internen Mikro. Aber mir läuft alles super, ne? Ich habe ja jetzt nur, was habe ich, 6 Kilometer, 7 Kilometer? Ja. Ist zwar warm, also ich bin am Schwitzen wie Hulle. Ja. Obwohl es ja nur, ja, wie viel Grad ist es? 2 Grad? Ja, das ist eisig. Ja. Also lange können wir hier nicht liegen bleiben, ne? Ja. Boah. Ja, aber ansonsten geil. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe immer noch nichts. Banane, Apfel. Ja, Brötchen oder so? Ja, klar. Ja, klar, Setter. Oh, guck mal, Leute. Oh, herrlich. Boah, das esse ich jetzt hier in der Kälte. Geil. Und noch so einen Bügel. Oh, lieben Dominik. Ich habe auch noch nie so was. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe gedacht, du haust ja wirklich. Nussmix. Ja, gucken wir später mal. Aber so ein Brötchen hier, geil. Oh, Leute. Mega. Auf jetzt. Liebevoll mit dem roten Band zugeknotet. Herrlich. Aber Himbeermarmelade, geil. Oh, Leute. Ein Gedicht. Einfach mega. Und damit werde ich sagen, ist dieses Video hier auch beendet. Ja, sieht man mich noch. Sieht gut aus. Ja, Leute, damit dürfen wir uns dann auch uns von euch von hier verabschieden. Wir gehen jetzt noch zu Fuß zurück zum Auto, weil es fängt jetzt schon wieder an, richtig schneidend kalt zu werden. Wie viel ich an Kilometern ursprünglich angedacht hatte, ich glaube, ich verrate es nicht. Das ist einfach zu desaströs, was heute hier gelaufen ist. 95 Kilometer ist nicht schlecht, aber Lichtjahre von dem entfernt, was ich mir vorgenommen hatte. Also ich habe richtig abgebaut. Dazu kommen die Blasen, die Kälte. Wäre das eine Marschveranstaltung gewesen, wäre es deutlich besser gelaufen, weil man da immer noch so, wow, ne, ist was anderes. Aber so wäre ich jetzt hier Richtung Köln zurückgelaufen. Es hätte keiner auf mich gewartet, es hätte keinen Zieleinlauf gegeben. Das sind alles so Sachen, die auch richtig massiv dazu beitragen, dass man solche Terrorstrecken auch übersteht. Ne?
Deswegen, alles richtig gemacht bisher, richtig schön zerschossen, schwindelig, so muss das sein. Damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Madet jod und tschüss.